Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Pod spielt mit. Nein, The Pass bis in. Okay, jetzt habe ich hier 3XZ. Du hast das Ohr bekommen. Ja, ich habe das Ohr gekriegt. Okay. Jetzt kommt Blut. Ich habe einen Diamant. Diamant ist bei mir hier. Und da überstehen Zahlen und Buchstaben. Ja, warte. Klappe wird entriegelt. Zur Klappe gehen. Informationen auf den Ausdruck an die Person in der Vergangenheit übermitteln und das Geheimfach finden. Blut erhalten. Geheimfach? Okay, ich höre. So. Ja. Okay, jetzt habe ich hier XYZ 1, 2, 3. Ja, ich habe hier 3XZ. Y21. Ja, der druckt aus. Okay. Ein Hinweis liegt hinter dem Baum. Okay, hinter dem Baum, das ist das Bild. Ah ja, X2Y13Z. Ja. Ein Hinweis liegt im eigenen Abbild. Eigenen Abbild, also im Spiegel. YX31Z2. Okay, ich habe jetzt eine Obenansicht, wahrscheinlich von deinem Raum. Okay. Wenn du von der Mitte im Raum Richtung Sarg guckst. Ja, warte. Ja. Dann müsste direkt links von dir ein runder Tisch sein. Ja. Daneben ein Stuhl. Hä? Also rechts daneben muss ein Stuhl sein. Rechts daneben muss ein Stuhl sein. Ja. Und daneben ist irgendwie ein Kasten. Ja. Ach. Und da ist ein Pfeil drauf. Okay, ich habe jetzt einen Kochlöffel oder einen Löffel. Und hier drinnen steht X, Z, Y, 3, 1, 2. Ja. Die heiße Suppe essen und eine Gabel erhalten. Super. Die heiße Suppe essen und die Gabel erhalten. Okay. Oh ja, ich hab keine Gabel gekriegt, aber ich habe einen Diamanten gekriegt. Ja, das ist die Gabe. Nicht also Gabel. Gabe. Ich habe Gabe verstanden. Ja. Habe ich aber auch verstanden. Okay, ich habe jetzt. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Du darfst ihn jetzt in der Nase popeln. Oh. Hab ich doch gesagt, wie recht ich hatte. Igitt. Okay, wir haben das Blut. So, das Blut ist da mit rein. Ich habe irgendwas gekriegt. Was ist der Januar 1926? Meine geliebte Tochter Rose, wenn du diesen Brief liest, hast du das Gerät, das ich entwickelt habe, bereits aktiviert. Bei korrekter Anwendung hilft es der Person im Jahre 1984. Deine Aufgabe ist es, Knochen, Fleisch und Blut in die Zukunft zu schicken, um die Wiederbelebungsprozess zu starten. In Liebe, dein Vater Albert. Okay. Das Pfeil nach oben. Ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Da steht da nicht mehr bei. Aber ich habe eine Art Münze oder sowas gekriegt. Irgendwie Blut oder so? Ich habe da Blut drin, ich habe da ein Ohr drin, ich habe da einen Zahn drin. Okay, dann kann ich jetzt auf Enter. Okay. Hat die Person. Ja. Ja. Gut. Fertig. Ja. Dass die Person in der Vergangenheit 3 Substanzen erhalten hat. Das Jahr der Zukunft eingeben? Warte, das ist 1984. 84. Sitzt sie da hin, da so. Ruhig, okay? Rutscht dich da ein. Ich habe jetzt eine Diskette, Kassette einlegen und die Uhrzeit übermitteln. Schachbrett öffnen, zusammen Schach spielen. Okay, zusammen Schach spielen. Oh, gut. Ja, okay, ich habe das Schachbrett hier. Ja.
1945. 1945? Also 19:45 Uhr. Achso, 1945. 1945. Okay. Oha. Party time. Ja. Oha. Oh. Bei mir gibt es jetzt einen Schraubendreher. Oh. Die Vase ist kaputt gegangen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Ja, bei mir auch in dem Sinne. Oh, ein Schüssel. Noch irgendwas unter? Nichts mehr, was ich mitnehmen kann? Nö. Okay. Also Party ist gelaufen. So. Aber wahrscheinlich sind hier jetzt die Schaften. Das habe ich mir schon gedacht, dass wir die jetzt kriegen. Okay. Okay, ich bin jetzt bei Schachbrett. Mama. Und meine weiße Figur ist gerade auf F. Warte. Mama, ich muss noch hier Schrauben ausdrehen. Mama, die Figur hat sich gerade bewegt. Ich weiß. Ist die magisch? Ja. Okay, ich habe jetzt auch ein Schachbrett mit unten links einen schwarzen Stein, genau. Und unten rechts einen weißen Stein. Genau, mein weißer Stein ist gerade nach oben gegangen, auf F3. Okay. Ja, mein schwarzer Stein ist auf A5. Also 5, ja. Meiner ist jetzt auf A3. Ja, schwarz ist bei mir auf D2. D2? D, ne? Ja. Meiner ist jetzt auf C1 gegangen. Ja. Mein schwarzer ist auf B2. B2, ja. Der weiße ist jetzt auf C6 hochgegangen. Ja. Richtig, Mama. Schwarz ist bei mir auf F6. F6, ja. Meiner ist jetzt auf A6 hochgegangen. Ja. Ich habe eine Münze gekriegt. Und ich habe eine Diskette bekommen. Supi. So, leise sein jetzt. Okay, gut. Ich weiß nicht, wofür die Münzen sein soll, ehrlich gesagt. Ja, warte. Ich weiß auch nicht. Stromstoßprogramm wird geladen. Das ist der Schmetterling. Die Person in der Vergangenheit legt die Münze auf die Augen des Toten. Achtung, das kann die Seele beschädigen. Oha. Oh Gott. Oh nein, er ist schwarz geworden. Jetzt haben wir die Dunkelheit hier. Super. Nice. Er kommt da raus. Er kommt da raus. Er krabbelt weg. Was passiert hier? Verdammt, was habe ich getan? Ich weiß nicht. Wir haben meinen Vater wieder belebt. Hauptsache, er krabbelt erstmal am Ofenrohr rum. Er kommt jetzt zu dir anscheinend. Nee, er sitzt hinter dem Tisch. Das Programm verursacht eine Überspannung. Wird die Energie korrekt gelenkt, entsteht eine neue Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Ein goldener Würfel. Hä? Es ist so weit, hat er gerade gesagt. Okay. So weiter. Oha, okay. Wir haben jetzt ganz viele Aufgaben anscheinend, weil bei mir ist der Ofen jetzt, wo wir diese Striche gezählt haben, ist bei mir jetzt anders. Okay. Jetzt haben wir ja dieses Augenzeichen, was wir an der Tür hatten, ist jetzt auch anders. Ja, ja. Sichtkontakt abbrechen. Rauchgasausstoß regulieren, die 6 Schalter einstellen, sich Sicherung platzieren, um den Gerätekern zu schützen und den Stromschusshebel zu entriegeln. Du musst, du musst mir helfen, sagt er. Okay, erstmal, ja, ich brauche erstmal wieder die 3 Hebel, 3 Schiebelregler. Achso. Oh, der Schwarze ist bei mir hinten auch jetzt da. Ja, also. Oh. Ganz oben rechts. Ganz oben rechts, ja?
In der Mitte ist es der zweite von links. Ja. Also die zweite Position. Und unten die zweite Position von rechts. Ja. Gut. Okay. Jetzt habe ich eine Sicherung. Weißt du von... Okay, ja. Das ist Leute, ich gehe auf, ne? Alles klar. Bis dann, Lisa. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Was brauchst du so? Die sechs Schalter. Die sechs Schalter, okay. Das ist nach oben, nach oben, nach unten. Warte. Und dann wieder nach unten und dann oben. So, nach oben, nach oben, nach unten? Ja, nach oben, nach oben, nach unten wieder. Ja, hab eine Sicherung. Okay, super. Jetzt brauchst du wahrscheinlich das Augenzeichen, ne? Sichtkontakt, ja. Das Kreuz ist auf der 3. Ja. Der Kreis ist auf der 6. Und der Strich? Der Pfeil ist auf der 9. Yep. Ja. Ich sehe so eine Figur mit Maske und dahinter irgendwie was Schwarzes. Schwarzes nach links. Ah, ich will dich! Ja, aber mir krabbelt die auch die ganze Zeit hin und her. Oh! Jetzt sitzt er wieder da und sagt, ist das soweit? Und dann verschwindet er wieder. Ja. Ja. So, bei mir hat sich jetzt eine Klappe geöffnet. Hebel für Stromschuss in Riegel. Ja. 21.10 Uhr. Warte. 21.10 Uhr. Ja, okay, Licht ist an. Strom, hier ist über Strom. Ja, ja. Hat die Person in der Vergangenheit den goldenen Würfel erzeugt und im Würfelgerät platziert? Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Wir müssen diese Energie aus dem Jahre 1984 verwenden. Um eine neue Verbindung mit der Zukunft herzustellen. Achso, dafür brauchst du jetzt wahrscheinlich... Einen goldenen Würfel. Genau. Warte, ich stecke gerade einen her. Ich habe einen goldenen Würfel gekriegt, ja? Ja, und das im Würfelgerät platzieren. Aber wo? Ach, oben drauf. Alles klar. Ja, hab ich. Okay. Ich habe jetzt auf den Pfeil geklickt. Ja, zum Halten. 10 Sekunden lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. Alles klar. Ja, irgendwas ist ja auch gerade passiert. Ja, okay. Alles vermischt sich. Alles vermischt sich ganz doll. Okay. Jetzt ist alles schwarz. Die Vergangenheit Kapitel 2. Ja, jetzt sind wir bei Kapitel 2. Jo. Ja. Okay. Okay. Oh, ich kann jetzt sogar dich da ranzoomen. Okay, Wiederbelebungsprozess. Wiederbelebungstank mit... Ach, jetzt müssen wir wahrscheinlich das andersrum, ne? Weiß ich nicht. Ich kann hier gerade mit den Kasten irgendwas machen. Ja, du musst irgendwie, glaube ich, Code eingeben. Kann das sein? Nee, ich kann hier gerade... Die Kasten irgendwie. Warte. Ich finde gleich raus, was ich damit alles machen kann. Ich kann hier das Seil runter machen, um das Ohr wahrscheinlich aufzuhängen. Klicken und ziehen um den gewünschten Bereich. Ach so, ah. Okay. Ja. Ich guck noch, Kairin. Ich bin gleich für dich da. Ich kann wahrscheinlich hier bald alles aufmachen. Jetzt bin ich hinten bei den Schmetterlingen. Ja, ich gucke hier gerade. Das Ohr, Schmetterling, Blut, Zähne. Ah, hier. Willkommen zum Würfelgerät 002C. Wiederbelebung. Knochen, Fleisch, Blut an diesem Gerät übertragen. Dieses Gerät enthält den Raum der Person in der Zukunft. Code eingeben, um Verbindung zu bestätigen. Ja. Z1.
Warte mal, kurz, Kaka, was denn? Kommst du mit mir aufs Klo? Warum? Weil in der Nacht immer, ich hab doch immer dunkel in Angst. Irgendwie, du kannst dir doch Licht anmachen. Ist alles gut, mach dir Licht an. Also, was war das jetzt? Dann musst du warten. Z1? Z1, ja. X2? X2, ja. 3Y. 3Y, alles klar. Jetzt dreht es sich bei mir. Anleitung, die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in C9. Code übermitteln. Warte, muss erstmal gucken, wo hier was ist. Ach hier, ja. Okay. Schwarzer Würfel drin, da ist auch wieder so ein Kasten. Ja. Code übermitteln, jetzt weiß ich nicht, ob das schwarz oder weiß sein muss. Wahrscheinlich schwarz. Also die beiden äußeren Reihen rechts und links sind nach unten her alle schwarz. So dass die Mitte nur weiß ist. Okay. Ja, hat geklappt. Okay. Uhr, Rose, Tang, okay. Der ist Verbindung, das ist der Typ da drin. Ja. Achso, Knochenfleisch. Irgendwie sowas. Uhrzeit. Was habe ich hier noch? Ich bin noch irgendeinen anderen Tank. Oh Gott. Klicken Sie nur gewünscht im Bereich, okay. Ah, okay, jetzt brauchen wir das anscheinend. Also schwarz, weiß, rot habe ich bei mir. Und mir ist das so eine Art Kreis. Und der weiße ist oben, schwarz ist rechts, rot ist links. Warte. Ja, alles gut. Ich guck, muss noch hier, hier brauche ich einen Schlüssel. Hier habe ich ein Radio. Emmy, machst du hier bitte Tür zu? Ja. Emmy. Ja? Tür hier zumachen. Mein Gott, schnell was nachschenken. Emmy. Ja? Tür hier zumachen. Oder setz dich hier hin. Mach aber deinen Fernsehen aus. Fernsehen gucken. Ja. Ich will aber ins Bett. Schokolade von dir? Nein, du sollst aber ins Bett. So, was hast du jetzt? Ich habe einen Kreis. Da drin leuchtet es jetzt gerade wie wild. Okay. Da ist ein weißer Punkt, also weißes Viereck. Ein schwarzes Viereck und ein rotes Viereck. Das sind an so Striche befestigt. Ich kann die auch drehen. Ich weiß nicht, ob bei dir irgendwas passiert. Irgendwo vielleicht Zeichen oder sowas. Nur ein Kreis, wo irgendwie schwarze, rot, weiß Punkte drauf sind. Ja, eine Uhr. Schwarz steht auf 11 Uhr. Oh, warte. Rot. Warte. Ja. 11, ja. Rot auf 1. Ja, auf 1 habe ich. Und weiß auf 3. Aha. Jetzt sehe ich einen schwarzen Mann und eine alte Frau. Ja, oder das bin ich. Mann. Was ist an?
Da sind wahrscheinlich irgendwelche Knöpfe. Nee. Unter der Uhr. Nee. Keine Knöpfe. Okay. Bei mir schwebt der schwarze Nun her. Ja, ja. Ja, okay. So, ihr Lieben, das geht jetzt in der nächsten Folge weiter. Tschüss.